Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Oracle of Seasons. Jo, und wir machen mal direkt hier weiter. Sind ja noch in der Schwertschildhöhle. Was für ein blöder Name für ein Dungeon. Ach du meine Fresse. Ja, die hat nicht nur einen harten Namen, sondern scheint auch ein bisschen grundsätzlich so härter zu sein. Oh, wenn ich das schon sehe, so ein Raum hier. Aber okay, vielleicht hätte ich mich ganz sachte und vorhalte. Es war so klar. Ein Raum hat Löcher und dann muss ich da reinfallen. Es ist undenkbar, dass es mal nicht passiert. Nein, ist nicht denkbar. Na gut, ist das hier so ein Ding zum... Nicht? Sah aus wie so ein... Ja, genauso wie das da oben. Na gut, dann eben nicht. Gehen wir halt hier runter. Wäre toll gewesen für Geheimräume irgendwie. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, nein! Nicht auch noch die Grabschviecher da. Oh nee. Oh, ist das fies. Wehe die... Oh, ihr erinnert euch? Das ist ja auch schon wieder eine Menge... Toll. Ganz, ganz toll. Das ist, toll. Da erzählt man noch, oder will da noch von erzählen. So, ihr erinnert euch, als ich damals so oft reingefallen bin, als das LP noch relativ, neu angefangen war. Und dann... Gut, aber bestimmt... Bestimmt fallen wir nur jetzt, genau. Ja, es wird bestimmt nicht so sein. Nein. Ja, dann ist das erste und das letzte Mal erwischt. Ja, natürlich. So. Wehe. So, muss ich dich hier schon wieder plätten? Nee, diesmal kann ich hier mal... Ja, genau, den Bumerang haben wir ja schon, wie praktisch. Ach, ist das gemein, ist das... So, schön, alles klar. Und da sind wir ja schon wieder. So, mal gucken, wie es jetzt läuft. Ja. Hey, eine neue Chance. Ich wollte gerade sagen, eine neue Chance, diesen Raum zu betreten und nicht ins Loch zu fallen. Und dann, ich glaube das nicht an mir. Immer dann, wenn ich gerade so Sachen sagen will, wie so, erinnert euch wegen der Grabscher und, also ich glaube, ich sollte die Sache einfach nicht mehr aussprechen. Genau so ist das. So, jetzt. Dieses Mal vorsichtig und ich will aber hier das Zeug. Da ist ja vielleicht was Wichtiges. Nein! Ich sollte das lassen. Wow, es ist episch. Es ist so dumm. Na gut, aller guten Dinge sind drei, ne? So, dieses Mal schafft man den Schlangenraum bestimmt, ohne da geschnappt zu werden. Es ist unfassbar. Oh, komm, wir lassen mich doch in... Die Viecher nerven auch. So. Das muss jetzt gehen. So, jetzt hier schon den Bumerang und uns mit Feen ausstatten. So, komm her. Ja. Sehr schön. Gut. Tief Luft holen. Und diesmal schaffen wir es. Dieses Mal kriegen wir es hin. Dieses Mal schaffen wir das. Wir konzentrieren. Ja, es geht doch. Sehr schön. So, das hat funktioniert. Also funktioniert auch dieser Raum. Und dieses Mal werde ich mich jetzt nicht da greifen lassen. Ergreifen. Ergreifend. Na also. Was ist das denn jetzt? Macht ihr Witze? Wow.
Hey. Okay. Autsch. Dann, oh, da wieder von vorne. Ist das gemein. Au. Scheißendrick. Ich mag dir nicht. Was machst du für Dreck mit mir, ey? So, jetzt aber und... genau. Autsch, autsch, autsch. Okay. Noch mehr. Ah, okay. Ja, und Hopibi. Sehr schön. Okay. Die lassen aber auch nicht locker hier. So, und wenn ich dann oben bin, dann muss ich jetzt wahrscheinlich in die Lava fallen. Das muss ich, genau. Au, au. Boah, ist das fies. Na also, geht doch. Und noch mehr. Okay. Also das ist eine richtig fiese Stelle hier. Ja, ja, aber... Ich hatte ja noch im letzten oder vorletzten Part so gesagt, so nö. Das ist nur eine Löcherkrankheit, keine Lavakrankheit, aber ja, okay, hier ist gerade überraschend gut funktioniert, aber man hat ja vorher gesehen, dass das eben auch nicht funktioniert. So. Ey, wieso kann ich die Fledermaus nicht treffen? Was ist denn das jetzt wieder für ein fauler Zauber hier? Ah, okay, man muss... Aua, springen. Die fliegen wohl so hoch? Na gut, aua. Und drei Herzen, hey. Nee, 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 nee. Ist das ein Scheiß, ist das? Oh, ich mach euch jetzt erstmal platt hier. Lasst mich in Ruhe. Ich will eine Fee. Boah, das ist schon wieder viel zu knapp. Ich mag das nicht, wenn es so spannend ist. Auf meine Kosten. Na toll. Nehme ich jetzt das Schlüsselding? Oder... Nee, wir gucken erstmal die Treppe an. Alles klar. Eis und Gegner. Das finde ich nicht gut. Das kann nicht gesund sein. Ach du Scheiße. Aber hey, ein Herzchen. Wie praktisch. So, was ist... Ah, nee, Drehkreuze sind dumm. Drehkreuze sind dumm. Fuck, ich glaube, ich muss da doch rein. Ah, kann ich mich hier vielleicht ein bisschen mit Herzen? Moment mal. Ich kann, okay. Leute, das muss jetzt sein. Das würde aber jeder von euch ganz bestimmt genauso tun. Bevor man dieses Blöde in diesen Eisraum geht da. Also, nee. So, ja, das funktioniert doch ganz gut. Ja. Da müssen wir jetzt eben mal durch. Vielleicht ist ja auch mal eine Fee hier drin. Das wäre natürlich, würde die Sache beschleunigen. Boah, sogar nicht immer nur, manchmal auch keine Herzen. Das ist natürlich blöd. Aber nee, das geht ja mal gar nicht. Eine Fee, perfekt. Na also, so. So, jetzt. Was haben wir hier? Fledermäuse. Oh Gott, und Stachis. Schild. Autsch, autsch. Sehr schön, ah, sehr schön. Ah, aua. Ja, boah, ist das fies auf dem Eis. Wer hat sich denn das ausgedacht? Meine Güte. Au, au. Du hast den Kompass gefunden. Nutze ihn zur Orientierung. Ja, und bla und Fasel. Genau, oben ist Norden, wissen wir doch. Ah, autsch. Okay, okay. Ja, aber dann, boah. Was bin ich froh, dass wir jetzt gerade immer die Herzen geschnappt haben. Also mit den Dreien hat man ja gerade gesehen, das wäre nicht gegangen. So, wieder eine Fee oder ein Herz oder irgendwas. Nicht? Na gut. Ja, dann nehmen wir mal das D-Kreuz und ich würde sagen, wir fahren nach oben. Was anderes geht ja nicht. So, und da geht's jetzt wieder zurück. Achso, natürlich, klar. Ja, klar, falls wir mit dem Drehkreuz nach unten wollen. Okay, müssen wir ja vielleicht irgendwann auch mal machen. Haben die... Aha, okay. Hm.
benutzen wir doch mal diese, wie würde Aki sagen, Sprungzunge. Ja. Na gut, okay. Aha, 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 okay, erstmal ist... Das ist ja, nee, ich kann hier nicht so wirklich. Da komme ich ja, nee, ne? Das ist utopisch. Da oben ist auch der Schalter. Ich befürchte, ich muss hier zurück. Ich kann ja nicht, ne? Was soll ich denn hier machen können? Nee. Okay, also, dann nehmen wir das Drehkreuz nach unten. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein, aber... Moment mal, doch. Doch, ich kann hier noch. Moment. Nicht, dass wir was übersehen. So, wir saugen uns hier mal an. Wo bringt uns das hin? Okay, was will die Eule hier von uns? Hallo, Eule. Sprichst du mit mir mit... Arcanum-Kern. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Ich habe keine Ahnung, was die Eule meint. Okay, da fehlt mir schon mal ein Schlüssel. Da sind schon wieder so drei Statuen. Wie vorher schon in dem Raum relativ zu Beginn. Ja, wieder der gleiche Scheiß. Gut. Leute, verwirrt mich doch nicht so. Also gut, wir müssen zurück. Offensichtlich müssen wir zurück. Hier geht ja nun gerade nichts. So, jetzt. Also, mit dem Drehkreuz mal nach unten. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Boah, also diese Dungeon-Musik hat ein paar fiese Töne. Vor allem, wenn man so Kopfhörer drin hat. Das sind echt hohe Töne. Aber ich glaube jetzt, das hatte ich im letzten Part schon angemerkt, oder? Also, ja. So, Hilfe. Wow. Okay, dich mache ich jetzt auch noch platt. Komm, lass mich in Ruhe. Hallo. So. Genau. Erstmal hier die Arcanum-Kerne auf die Eule. Was will sie diesmal sagen? Ein stiller Beobachter ist erforderlich. What? Okay. Ein stiller Beobachter. Ja, das kann jetzt ja irgendwie alles sein. Also, so, die Statue kann ich nicht verschieben. Aber wahrscheinlich will ich genau dahin, wo die Statue den Weg versperrt. Weil da sind ja hier die... Okay, also, können wir da was ansaugen? Ja, es muss ja was mit der Statue zu tun haben. Nee, das wäre jetzt auch komisch. Nee. Nee, das kann es ja nicht sein. Auch Arcanum-Kerne? Hallo, Stäub. Stäub? Nee, geht nicht. Ein stiller Beobachter. Muss ich jetzt Dimitri herrufen, dass der dann da irgendwie zuguckt oder was? Was geht doch, glaube ich, in Dungeons gar nicht. Nö, nix, Dimitri. Was will die von mir? Ich, okay, Meine Fresse. Das ist ja wahr. Gut, wir gehen mal weiter. Ich stehe definitiv auf dem Schlauch. Oh,
Oh, nee, auch nicht. Ah, die Scheißviecher, die uns dann nichts mehr machen lassen, wenn die uns berühren. Bloß nicht treffen lassen. Hau ab, hau ab. So, was haben wir hier? Herzen, Herzen sind gut. Da ist eine Treppe und da unten ist auch eine Treppe, aber da kommen wir nicht hin. Okay, also. Gut. So, und jetzt? Krieg ich dich da irgendwie... Was ist das? Ist das denn? Ah, okay, Mann. Okay, man kann sich hier vorbeimogeln. Wahrscheinlich muss man das auch, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich sonst wirklich weiterkommen sollte. Komm. So geht's, alles klar. Ja, und die Kugel kriege ich jetzt aber irgendwie auch nicht... Ich würde jetzt erstmal vermuten, dass die Kugel wahrscheinlich da auf den Schalter muss. Aber über die Lava... Okay, was haben wir denn hier? Oh, schon wieder die Scheißviecher. Nur Ausweich. Ah, okay, dich muss ich hier besiegen. In Ordnung. Hallo, Mister. Oh. Geh sterben. Schön. Ich will nicht getroffen werden von euch. Lasst mich in Ruhe. So, und jetzt noch dich. So, die wahrscheinlich hier rüber. Ja. Oh, du erhältst die Superschleuder. Oh, was zum Geier. Sie verschießt 3 Kerne gleichzeitig. Ach, guck an. 3 Kerne? Ja. Ich würde sagen, ich weiß, was sie mit den Statuen da machen müssen. Das macht Sinn. Okay. Aber das hier ist jetzt irgendwie immer noch. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Ja, eine Kurve fliegen so weit. Autsch. Nee, krieg ich nicht hin. Nee, das schaff ich nicht. Und wenn ich dich... Nee, da ist der Weg ja irgendwie gefühlt noch weiter. Nee, no fucking way, das geht nicht. Und mit Pegasus-Kernen wahrscheinlich... Nee, das sind die falschen Kerne. Auch die falschen Kerne, jetzt aber. So, die sind's. Nee, das ist, glaube ich, nicht zu schaffen. Ja, wenn ich jetzt... Kann ich... Nee, besser unten. Genau, unten habe ich... Unten ist der Weg etwas weiter. Ah, okay, sie schwebt über der Lava. Aber jetzt... Nee, da falle ich ja dann rein. Ach man, wieso geht das alles nicht? Ich glaube, ich muss zurück. Und wahrscheinlich hier die Geschichte mit der Statue da jetzt machen als nächstes. Ja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Oder wie Gandalf sagen würde, Rätsel in der Finsternis. Was ist das mit dem scheiß Ding da? Hä? Hä? Was? Ich hab's jetzt nicht kapiert. Musste ich jetzt einfach ein Weilchen stehen bleiben oder was? Hä? Da komme ich in den Raum rein? Will nochmal kurz ein bisschen nachdenken und plötzlich blibbig geht das wie von allein oder was? Ja gut, also ich... Okay, also wenn das jetzt das Rätsel des Lösungs war, dass man da wirklich einfach nur stehen bleibt und selber der stille Beobachter ist, ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Wow. Ich danke dem großen Herrn des Zufalls. Hoi. Okay, wie schön. Ach,
Ja, hier war ja die Superschleuder, genau. Aha. So, was haben wir denn hier? Die Dungeon-Karte, das finde ich doch schön. Ja. Tja, aber ich wüsste jetzt irgendwie immer noch gern, wie ich diesen Schalter da aktiviert kriege. Das wüsste ich wirklich gern. Irgendwie muss das doch gehen. Oder... Ach so, kann ich jetzt... Moment mal, jetzt könnte ich das ja schaffen mit dem... Ne? Ah, da fällt die aber runter. So, jetzt muss ich sie abstoßen. Ah, okay. Ich versuch's noch mal ein bisschen. Ist das Beste, was mir einfällt, oder? Also, oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, ne? Volltreffer. Na also. Puh. Gut. Okay, da weiß ich jetzt ja auch schon wieder, wo ich hin muss. So, okay, zurück. Aber allmählich müsste ich jetzt auch mal wieder zum Ende kommen hier mit dem Pater. Es kostet Nerven, läuft aber allem in allem doch wahrscheinlich sogar besser, als ich befürchtet hatte. Nee, so von da sind wir jetzt ja vorhin gekommen, ne? Da war jetzt ja hier das Ding mit der Schleuder, wo wir sie gerade hergeholt haben. Nee, da müssen wir jetzt hier lang. Genau, das Drehkreuz. So, zurück hier. So, wo war das jetzt? Ach du Scheiße. Eigentlich würde ich ja gern... Oh, das trollt mich. Ich, Moment. So, das war das. Das haben wir erledigt. Dann... Okay. Ja, genau. Vielleicht muss ich ja doch hier hin. Ah, oh, Hirn. So. Jetzt ist der da drauf. Und kann ich jetzt irgendwo vielleicht auf... Genau, ich kann auf den Weg rüberschweben. Gut. Sehr schön. Alles klar. Okay. Wir nähern uns. Aha, okay. So, die Sprungzunge. Und jetzt hier. Meine Fresse. So. Genau, und hier können wir jetzt wohl 3 Kernilines verschießen. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel. Aber vielleicht kriegen wir jetzt ja einen Schlüssel, wenn wir das machen. Genau. Okay, also unsere Superschleuder. Nehmen wir mal Duftkerne. So, wo muss ich denn stehen, wenn ich hier schieße? Perfekt. Das war's ja schon. Ja, cool. So, aber ich würde sagen, wir hören jetzt auf für diesen Part. Und dann geht's weiter, Leute, beim nächsten Mal. Also, macht's gut und bis dann.